herzlich willkommen zu unserem ISA TV Promi Kochen. Christian Donbeck, Geschäftsführer beim EV Landshut, und ich sind heute in der Kochwerkstatt bei Thomas Reichelt in Vilsbiburg. Was kocht man heute? Wir haben uns einen Schweinsbraten ausgesucht, wie es gehört in Bayern. Wer hat sich den ausgesucht? Dein Lieblingsessen? Mein Lieblingsessen, selbstverständlich. Und der Tom wird den natürlich gut zubereiten. Und dazu gibt es Brezenknödel und einen Weißkrautsalat, glaube ich, oder? Wunderbar, gut. Also fangen wir doch mal an. Wir haben hier also unser Wammel, also unseren Schweinebauch, aus dem wir unseren Schweinebraten machen werden. Der Vorteil ist ja bei dem Stück, dass wir halt eine wunderschöne Haut haben, eine Schwarte, die dann hoffentlich wunderschön knusprig wird im Ofen. Und da fangen wir doch gleich mal an. Und zwar werden wir unseren Schweinebraten erstmal, bevor wir anfangen, überhaupt mal kurz leicht einschneiden. Dafür brauchen Sie erstmal ein scharfes Messer. Ja. Und da werden wir jetzt einfach ganz leicht die Haut nur einritzen. Wenn es geht, nicht weit ins Fleisch schneiden, sondern wirklich nur ritzen, dass im Ofen dann später das Fett am besten ausbraten kann und der obere Teil richtig schön knusprig wird. Und weil es natürlich auch fürs Auge ist, werden wir das so ein bisschen in Rautenform, ne, die bayerische Raute praktisch reinritzen. Genau, das ist also das Erste, was wir machen mit unserem Schweinebraten, weil der wird bestimmt so 3-4 Stunden dauern, je nachdem. Deswegen werden wir mit dem gleich mal beginnen. So, dann werde ich gleich mal zum Herd rüber wechseln. Da haben wir uns jetzt schon unseren Bräter vorbereitet, wo wir eben unseren Schweinebraten machen werden. Und da brauchen wir dafür erstmal ein bisschen Brühe, also das ist ganz normale Fleischbrühe. Und die werden wir jetzt so ungefähr, sage ich mal, so ungefähr 300 Milliliter in den Bräter machen. Und dann nehmen wir ein bisschen Bier, ebenfalls ungefähr so ein Viertel Liter, machen wir da mit rein. Genau, dann werden wir also die Schwarte, also mit der Schwarte nach unten werden wir jetzt den Schweinebraten in den Bräter legen. Hat einfach den Sinn, dass wir am Anfang die Schwarte dämpfen möchten, beziehungsweise jetzt im Wasser kochen. Hat einfach den Vorteil, dass uns dann knuspriger wird. Ja. Das kann man gerne mal zu Hause ausprobieren, wenn man Enten oder Gänse macht und so. Im Ofen erstmal immer auf der Seite, die knusprig werden soll, erst in den Ofen schieben, also auf der Brustseite in der Regel, und dann erst in den Ofen schieben. Würzen, die haben uns nur jetzt die obere Seite eben ein bisschen mit Salz. Die untere Schwartenseite wird nichts nutzen. Lassen es einmal ganz kurz aufkochen. Und dann schieben wir uns unseren Schweinebraten jetzt erstmal für eine Stunde im Ofen bei 160 Grad. Christian, bist du jetzt gerade im Stress oder hast Zeit fürs Kochen daheim? Meine Zeit hast du eigentlich immer, wenn du die Zeit nimmst, aber ich koche ab und zu schon mal gern daheim. Ansonsten macht das meine Frau recht gut. Und jetzt ist so ein bisschen bei uns die, von der Planung her die intensivste Zeit. Die alte Saison wird abgeschlossen, das Geschäftsjahr wird abgeschlossen. Wir müssen die Lizenzierung bis Mitte, Ende Mai für die neue Saison abgeben, die ganzen neuen Spieler, die ganzen Sponsorverträge. Also jetzt geht es gerade momentan richtig rund. Also, ist mächtig was geboten, und für andere Sachen bleibt relativ wenig Zeit. Aber das Gute ist, dass er jetzt Grillsaison angeht, und da bin ich sehr, sehr aktiv. Okay. Gut, wunderbar, dann darfst du sofort gleich eingreifen, Wickerl. Und zwar die klassische Form von Zwiebelschälen. Können wir gleich mal beginnen. Die zwei Zwiebeln müssen wir schälen. Das wäre jetzt das Gemüse für unsere Soße, die wir dann später zu dem Schweinebraten eben machen. Was macht deine Frau? Ist die nur für dich da, oder arbeitet die noch nebenbei? Jetzt. Die ist nur für mich da. Nein, die geht schon ganz normal in Arbeit. Die ist bei Himmolatow-Kirchen, ist die in der Buchhaltung. Und hat mir meinen Haushalt natürlich auch zu machen. Zwei 16-jährige Mädel, Zwilling, die unglaublich fleißig mithelfen. In ihren Ermessen, Spielraum, was sagen, das ist super. Aber sonst klappt das alles ganz gut. Genau, haben noch einen Hund. Der aber mehr Arbeit, Nomi, der macht aber mehr Arbeit, wie er selber erledigt. Okay. Wer muss mit dem Gassi gehen? Jeder. Okay. Jeder. Ja, in der Früh meistens ich, aber sonst. Wann stehst du mal auf? Wir stehen so um 6 Uhr alle auf, spätestens. Geh dann dementsprechend mit dem Hund geht ein bisschen früher. Und was bei uns einfach so ein Ritual ist, ist alle in der Früh beim Frühstück. Das war schon immer so. Und mein, dann wird halt, was so 16-jährige Mädels verzeihen, ist für einen Vater natürlich oft so ein bisschen ein hartes Thema, speziell letzte. Aber Fällt dir Jungs wahrscheinlich? Leider ja. Nein, Gott sei Dank, ist ja klar. Aber da wird alles ein bisschen durchgeratscht, ja. Und dann das Gleiche auf die Nacht wieder meistens beim Umdessen, und läuft ganz gut. Genau, das lassen wir jetzt einfach ein bisschen anbraten, das Ganze.
Und wenn es dann ein bisschen Farbe hat, werden wir das mit Tomatenmark eben, wie gesagt, tomatisieren und eben auch ein bisschen mit Bier und ein bisschen mit Weißwein ablöschen. Da haben wir jetzt noch ein paar andere Gewürze mit dazu. Wir haben hier also ein paar Pfefferkörner. Genau. Wie oft hast du schon einen Schweinsbrand gemacht? Also wenn ich ganz ehrlich bin, noch nicht so oft. Echt? Ja, weil ich natürlich eigentlich nicht so aus dieser Schweinebratenküche komme. Sondern? Aber mehr aus der gehobeneren Küche. Aber das sind so bodenständige, gutbürgerliche Gerichte, die man immer wieder gerne kocht. Mhm. Ne, die man einfach kennt. Und immer wieder die Motivation da ist, einen besonders guten Schweinsbraten zu machen. Weil ein Steakbraten ist eigentlich viel einfacher. Ja, wie so einen richtig guten Schweinsbraten hinzukriegen. Ja. Deswegen ist da immer wieder die Motivation da, diese einfache Küche eigentlich so gut wie möglich neu zu erfinden, fast schon. Ja. So, jetzt machen wir gleich weiter mit unserem Bayerischkraut. Ja, auch ganz eine wichtige Angelegenheit natürlich, unsere Beilage heute. Da haben wir hier einen wunderbaren Krautkopf. Ja. Werden wahrscheinlich gar nicht alles brauchen, die Hälfte wird wahrscheinlich fast reichen, aber jetzt schauen wir mal. Brauchen wieder Zwiebeln, hast du schon trainiert, kannst du ja direkt gleich mal nochmal unter Beweis stellen. Danke recht. Haselnusskraus wieder, oder? Nein, in dem Fall, wenn es geht, relativ fein. Okay. Also ich kann dir gerne mal ungefähr vormachen, wie wir das machen. Genau, du machst das eh schon ganz gut, aber wenn es geht, ich darf mit dem Messer nicht ganz durchschneiden, wenn du da hinten immer ein bisschen was übrig lässt, schau, dann fällt dir die Zwiebeln jetzt auseinander und dann einmal nochmal so halbieren und dann kannst du da wunderschöne Würfel schneiden. Haben wir Pflaster da? Genug. Bin ich das so? Gehst du dann auch immer mit den Spielern ins Fitnessstudio? Nein, ich weiß schon, so aus, gell? Ja. Nein. Nein. Kraft ohne Ende? Nein, überhaupt nicht. Also die Spieler sind ja voll Profis, die trainieren jetzt ab nächste Woche wieder Sommertraining, bereiten sich für die Saison vor, haben am Tag zwei Einheiten unter der Saison, einmal Eistraining, einmal Krafttraining. Und ich habe weitaus andere Sachen, sind in meinem Aufgabenbereich, wie meinen Körper fürs Eishockey zum Vorbereiten, und das ist ja gut so. Aber ich gehe ab und zu mal laufen und das war's dann. Es wäre eigentlich ein bisschen mehr da. Ja, aber da fehlt halt oft die Motivation oder ein bisschen der eigene Antrieb. Die Zeit wahrscheinlich auch. Ja, du hast eigentlich immer Zeit. Also das Argument, ja, ich habe keine Zeit. Vorher hast du gesagt, irgendwie 6 Stunden Arbeitstag. Gell? Das ist ganz gut bei dir, oder? Wie 6 Stunden? Ja. Nein, du hast dich extrem verheert. Also unter 10, 12 Stunden haben wir, so, ja. Ist bei uns schon richtig was los. Meistens auch auf die Nacht jetzt, weil ja viele Spieler oder Agenten in Übersee sind. Und da muss man ein bisschen umstellen. Aber das ist kein Problem. Aber wie gesagt, also Zeit hast du immer oder soll jetzt immer haben. Das ist halt nur, wie du dich selber motivierst, dass du eine halbe Stunde eher aufstehst oder dass du sagst, so, und jetzt gehe ich laufen. Eigentlich ist Faulheit. Ja. Und den Urlaub hast du dann auch schon geplant? Nein, also die letzten 2,5 Jahre, ich habe ja vor 2 Jahren angefangen, war es nicht möglich, in Urlaub zu gehen, weil wir relativ viel umstrukturiert haben und alles ein bisschen neu aufgestellt haben. Und von dem her werden wir wahrscheinlich schauen, dass wir heuer mal eine Woche wegkupfern, aber nicht groß. Ich bin noch kein großer Urlaubsfahrer. Ich habe so eine kleine, mit meinen Schwiegereltern so eine Skihütte in der Nähe in Tirol, in Schäffau. Und mir langt das eigentlich. Bei uns ist es ja auch schon in Bayern, in Niederbayern. Und wenn wir da eine Woche drin sind oder mal ein Wochenende, das gelangt mir meistens. Meine Damen zu Hause haben natürlich da ein bisschen andere Vorstellungen. In aber Strand wahrscheinlich. Ich bin was anders sehen, genau. Und ich bin ja jetzt doch nicht der südländische Typ, aber mir gelangt das. Ich bin nicht der große Urlaubsfahrer. Also, mir gefällt es daheim, mir gefällt es im Garten, mir gefällt es, wenn es schön ist. Und ich so entlang gehe, ein bisschen spazieren gehe, das passt wunderbar an. Genau, wir schneiden jetzt praktisch das Weißkraut so ein bisschen in blättrig schneiden eigentlich. Was schneidest du da weg, Tom? Das ist der Strunk, den man eigentlich nicht wirklich brauchen kann. Der wird dann zu hart, also das kann man dann nicht wirklich gut verarbeiten. Genau, dann haben wir das, da habe ich jetzt schon mal den Zucker karamellisiert mit ein bisschen Butter und die Zwiebeln. Und dann haben wir jetzt eben da nochmal das Weißkraut mit dazu. Das war also ein normaler Zucker, kein Puderzucker, oder? Das war also normaler Puderzucker. Und ja, der Vorteil ist natürlich beim Puderzucker, der karamellisiert viel schneller und es passiert halt nicht so viel, ja, wie wenn du normalen Zucker nimmst. Aber
du kannst genauso normalen Zucker genauso nehmen. Du musst nur aufpassen, Puderzucker hat bei Weib nicht die Süßkraft. Also du musst dann immer schauen, dass du das gleiche Gewicht nimmst wie normalen Zucker. Also wenn man jetzt sagt, ein Esslöffel von dem Zucker oder ein Löffel Puderzucker, dann bereits zwei Löffel Puderzucker, weil du halt bei Weib nicht die Süßkraft hast. Du musst ein bisschen aufpassen, wenn du das machst. Aber ansonsten passiert eigentlich relativ wenig. Und mit Weißwein hast du das ab? Genau, jetzt werden wir jetzt ein bisschen mit Weißwein ablöschen. Wichtig ist auch, wenn ich mit Weißwein koche oder was ablösche mit Weißwein, dass ich diesen Weißwein dann auch wirklich verkoche. Also das heißt, jetzt nicht sofort weitermachen, sondern erstmal wirklich den Weißwein einreduzieren lassen, hat einfach den Vorteil oder den Sinn. Wenn ich das nicht mache, dann schmeckt das so nach Alkohol. Das kennt man vielleicht von daheim, man schüttet irgendwo Alkohol dazu, kocht gleich weiter und dann habe ich so diesen Alkoholgeschmack, den ich eigentlich gar nicht will. Ich will ja nur das Aroma und in dem Fall diese Weinsäure eigentlich haben. Deswegen verkoche ich vorher den Weißwein und fülle dann mit Brühe auf dem Koch weiter, eben um den Alkoholgeschmack eben nicht zu haben. Das war vielleicht so ein kleiner Tipp für zu Hause, was die meisten immer falsch machen, also wirklich den Alkohol verkochen lassen, dann habe ich eher das Ergebnis, das ich brauche. So, gut, jetzt haben wir den Weißwein einigermaßen verkocht. Jetzt werden wir uns das Ganze wieder ein bisschen mit Brühe auffüllen und lassen das dann einfach so dahin köcheln. Wird ungefähr, ich sage mal, eine halbe bis dreiviertel Stunde dauern, je nachdem. Und am Schluss werden wir uns das noch ein bisschen mit Essig abschmecken und dann haben wir ein wunderschönes, süß-saures Bayerischkraut. Genau, da haben wir den Deckel drauf und alles ist gut. So. So, und dann haben wir auch schon bei unseren Brezengnädel. Hast du dir die ausgesucht? Ja, Brezengnädel, glaube ich, passen ganz gut. Ist halt mal was anderes wie ein Semmelknädel oder ein Kartoffelknädel. Genau. Ich glaube, das ist immer wichtig, oder, dass man Salz aber tut vor die Brezen, Brezenstangerl, oder? Einen Tag vorher raus tut, trickern lässt. Wahnsinn. Kann man hier sitzen und zuschauen, wie du das machst dann praktisch. Das war schon was. Also da haben sie unsere, ja, genau, unsere Brezenstangerl, die wir haben. Wenn es geht, eben Salz runter. Ja, aber da ist eher relativ wenig Salz drauf. Das haben wir schon mal gemacht. Müssen auch nicht die allerfrischesten sein, sollten aber auch nicht super alt sein, das ist auch so was, ja. Und die können wir jetzt einfach mal in Würfel schneiden. Wenn du magst, kannst du dafür ein Sägemesser verwenden. Das geht vielleicht besser, wie du dich leichter tust. Vielleicht einmal kurz halbieren. Gute Zentimeter würfeln, oder? Ja, genau, so schön würfeln. Ich nehme dir dafür das Zwiebelschneiden ab. So bin ich. Immer zusammenhalten. Mulch da rein, oder? Genau, Mulch. Jetzt werden wir uns erstmal ganz kurz noch mal ein bisschen Butter in einem Topf anschwitzen. Also die Zwiebel in der Butter im Topf anschwitzen. So ist eigentlich die richtige Reihenfolge. Und dann werden wir das Ganze mit der Milch ablöschen und einmal kurz aufkochen lassen. Und dann werden wir die Zwiebelmilch praktisch da drüber, Eier dazu und dann werden wir das schön vermengen. Soll ich schon mal einen Bärersalz schneiden? Du kannst gerne schon mal einen Bärerschnitt schneiden, genau. Brauchen wir am Geschmack, oder? Genau, ein bisschen die Blätter abzupfen, wenn es geht. Und dann einfach ein bisschen fein schneiden. Die Zwiebeln haben wir jetzt angeschwitzt in der Butter. Da werden wir jetzt die Milch dazugeben und einmal kurz aufkochen lassen. Wenn wir die Milch jetzt aufgekocht haben mit den Zwiebeln, geben wir das eben, wie gesagt, über unsere Brezenwürfel. Da blubbert es auch ganz schön, da gell? Blubbert es unser so? Bayer. Ja, das gehört so. Es gehört ein bisschen kochen muss es sein. Ja. Genau, dann werden wir das mal durchrühren und lassen es ganz kurz einmal ein bisschen so stehen. Wir wollen das gar nicht richtig zusammenquetschen, wenn es geht, werden die Würfel so schön bleiben, wie sie eigentlich jetzt sind. Sehr schön geschnitten, ja. Deswegen wollen wir die ja gar nicht großartig. Ist das Wichtigste, oder? Das ist das Allerwichtigste. Wenn das nicht gescheit geschnitten ist, ne, dann ist es ganz schwierig. Jetzt kommst du dein Bärersalz schon mal dazu. Da. Tust du Muskatnuss rein? Selbstverständlich. Bin schon da mit der Muskatnuss. Darfst du gleich ein bisschen reinreiben. Jetzt kommst du zum Salz. Sehr schön, wunderbar, reicht, sehr gut. Dann ein bisschen Salz.
Dann darfst du die drei Eier da reinschlagen. Und so haben wir unsere Gnädelmasse erstmal fertig. Und es geht ohne Schale. Ne? Aber du machst es schon. Sonst haben wir halt ein bisschen knuspriger, die Gnädel. Wir haben halt reschige Gnädel, das geht schon. Ein bisschen crunchy ist ja innen. Genau. Und darfst du das untermischen gescheit? Jetzt lassen wir unsere Knödel noch ein bisschen stehen, die Masse noch ein bisschen ziehen lassen. Genau, dass sie das richtig einweicht und dass das wunderbar ist. Und dann werden wir es später abdrehen. Wunderbar. So, wunderbar. Jetzt werden wir die Knödel erstmal abdrehen, die wir so fleißig gerade zusammengerührt haben. Und zwar machen wir Folgendes. Wir haben hier ein bisschen einen Schuss mit Wasser, da machen wir die Hände ein bisschen feucht. Ne? Und dann werden wir uns ein paar Knödelchen drehen. Nicht zu klein und nicht zu groß, wenn es geht. Also vielleicht nicht ganz so die klassische niederbayerische Form, weil da haben meine Hände zu klar. Aber da drückst du gar nicht fest, oder? Nein, gar nicht. Es geht wirklich nur so, dass wir einen relativ schönen Ball haben. Ja. Okay. Legen wir es dann so aufs Brett. So soll halt ungefähr der Knödel ausschauen. In der Zwischenzeit hole ich dann den Schweinsbraten mehr raus. Aha. Das wird spannend. So, wunderbar. Genau. Jetzt haben wir das erste Mal wieder ein Stück Fleisch vor dem Gesicht. Ja. So, den werden wir jetzt ganz kurz mal rauslegen aufs Brett. Und dann werden wir also unseren Ansatz von der Soße, die wir vorher gemacht haben, das angebratene Gemüse, das wir dann tomatisiert haben, werden wir da mit reinrühren. Und da werden wir dann unseren Stück Fleisch wieder zurücklegen. Allerdings in dem Fall jetzt mit der Haut nach oben. Ne? Jetzt beginnt der eigentliche Bratfall. Jetzt war eine gute Stunde drin. Und jetzt halt werden wir den nochmal so ungefähr, braucht jetzt noch 2 Stunden. Also, und dann wird es knusprig. Dann wird es hoffentlich irgendwann einmal richtig knusprig. Genau. Wie zufrieden bist du jetzt mit der Saison, mit der vergangenen? Und was hast du für Zukunftspläne für die neue Saison dann? Ja, zufrieden. Wenn man uns vor einem Jahr immer einer sagt, also, du kommst unter die 4 besten Mannschaften, das ist schon ein Ziel, wo man sagen, auch mit der Philosophie, die wir haben, also mit Einheimischen, mit jungen Spielern, auch von der Ausbildung her, dass man viel auf unseren Nachwuchs ersetzt, jedes Jahr unter die ersten 4 Mannschaften zu sein, also das ist eigentlich ein sportliches Ziel. Wir haben brutal viele Höhen und Tiefen gehabt, wir haben Verletzte gehabt, wir haben wirklich Situationen gehabt mit Trainer und, mit Abstellungen. Das nicht einfach war, aber das ist halt einmal so. Das musst du dann, wenn einmal was nicht so nach Plan läuft, dann musst du motivieren, dann musst du hinter der Mannschaft stehen, dann müssen alle zusammenhalten. Und haben es bis ins Halbfinale geschafft. Und wie wir da rausgefallen sind, das war schon eine brutal bittere Erfahrung. Und das hat uns auch zum Denken gegeben, dass wir uns schon punktuell verstärken müssen. Aber das Gemeine ist ja, ihr könnt es nicht aufsteigen. Ja, das ist richtig. Das ist ein leidiges Thema und das ist da stichst du eine tiefe Wunde bei mir. Ich glaube, dass wir beim Eishockey die einzige Sportart in ganz Europa sind, wo, ich möchte jetzt nicht sagen, ohne Struktur, aber wo keine Struktur durchlässig von ganz oben bis ganz unten zu erkennen ist. Wir haben den DEB, wir haben die DL1, die DL2, die Landesverbände. Wir bringen es nicht fertig, klar zu sagen, es gibt nächstes Jahr in 2 Jahren einen Auf- und Abstieg. Weil es wird immer geredet, natürlich, es ist gewollt und es laufen Gespräche und Annäherungen. Nur wenn ich das wirklich möchte und sage, du passt auf, 2017 gibt es einen Auf- und Abstieg. Ja, was ist denn da so schwierig daran? Ja, das will man wissen. Also das erfahren wir wahrscheinlich als Letzten. Aber die Clubs in der 2. Liga sollten sich ja auch auf die DL1 vorbereiten können. Also man muss einfach ein klares Signal setzen beim Eishockey und sagen, hey, der DEB ist unser Dachverband. Alle Mannschaften, alle Clubs, alle Ligen stehen da drunter. Es gibt die DL1 oder wie sie das dann vom Namen her immer vermarktet, 1, 2, 3. Es gibt einen Auf- und Abstieg und den gibt es nächstes Jahr, in 2 Jahren und dann geht es wieder rund. Das ist das, was unsere Zuschauer und unsere Sponsoren ja draußen auch mein. Ja. Es ist ja keiner draußen, der sagt, nein, danke, ich möchte keinen Auf- und Abstieg. Also ich verstehe das ganze Wirrwarr nicht und Hinhalte nicht, warum man nicht sagt, du, passt auf, und in 2 Jahren gibt es einen Auf- und Abstieg, bereitet euch vor, das müsst ihr erfüllen. Dann haben ja wir eine ganz andere Akzeptanz draußen. Die Sponsoren gehen sofort her, jetzt macht es Sinn zum Investieren. Ja, die Zuschauer sagen, die schauen wir uns jetzt wieder an, da stehen wir dahinter. Und wir dann in allen Bereichen, alle Clubs in Deutschland sofort 30-40% Zuwachs haben, was Zuschauer und Sponsoring hat. Weil es wieder Sinn macht, in einen 2. Liga-Club zu investieren, weil man sagt, denen helfe ich, dass die dann aufkommen. Ja. Mein Unternehmen wird ja dadurch auch bekannt.
Jetzt müssen wir, glaube ich, da weiterarbeiten, gell? Es hat so in Rage geredet, so habe ich kurz Angst um den Gnädel gemacht und habe es mir fertig gemacht. Ja, ums Eishockey und der nächste war wahrscheinlich eckig geworden. Gut, also unser Wasser kocht wunderbar für die Gnädel. Kurz nur noch bei den Gnädel einhaken, das Gnädel gerne in kochendes Wasser legen, aber dann runterschalten, wirklich unterm Siedepunkt gar ziehen, das sogenannte. Das ist aber kein Puschieren. Salzwasser, oder? Doch, ein bisschen Salz haben wir auch mit drin, ist klar. Wasch mal schnell hin. Möglichst breiten Topf, oder, dass alle Platz genau, haben? Genau, wenn es geht, dass alle Platz haben, nicht, dass irgendwie da Schwierigkeiten bei der Platzherrschaft im Topf geht. Und jetzt werden wir die ganz langsam so bei 90 Grad durchziehen lassen, dauert ungefähr eine Viertelstunde. Und dann haben wir hervorragende Brezelknödel. So, wunderbar, schaut's her. Oh. Dieser Krusten. Da ist gut aufgegangen. Ah, ein bisschen krustiger dürfen wir es gleich noch machen. Aber jetzt fangen wir mal an. Das ist also jetzt schon ein wunderschöner Schweinebraten. Den werden wir uns jetzt hier nochmal schön aufs Blech legen. Nochmal ganz kurz im Ofen, dass der Rest auch noch Kruste hat. Und dann werden wir nur noch jetzt unsere Soße durchpassieren. Obseiern, wie man in Bayern sagt. Obseiern, selbstverständlich. Passieren war gestern, abseiern ist heute. Gut, wunderbar. Dann nur noch ganz kurz einmal den Rest übergrusten und dann haben wir unseren Schweinsbraten. Also den nehmen wir jetzt wieder rein? Ganz kurz, ja. So, ich lasse mich jetzt noch bedienen, eben vom Christian Donnbeck und Thomas Reichelt. Bin schon ganz gespannt. Boah, das schaut gut aus. Vielen Dank. Ja, bitteschön. Wahnsinn. Da steht jeder eins her, Thomas. Danke. Pickel. So, jetzt können wir es uns schmecken lassen. Dann lassen wir es uns schmecken. Zeit ist warm. Also, vielen Dank an die Köche. Großes Kompliment. Danke, Tom. Danke. Prost. War super Prost. Schön. Prost. Prost. Und einen guten Appetit. Genau.